jedes Jahr aufs Neue zum selben Zeitpunkt, wo sich die Gärtner im Facebook-Gruppen den Mist um die Ohren werfen, wann denn der richtige Voranzuchtszeitpunkt ist. Die einen sagen, es sei viel zu früh, viel zu großer Aufwand und das Risiko ist einfach viel zu groß, dass die Pflanzen schwach bleiben. Man hat ja genug Zeit. Die anderen hingegen sagen, da hat man eine verfrühte Ernte. Die haben jetzt nicht so die Erfahrung gehabt, dass die Pflanzen schwach werden. Auch ich habe damals Kritik auf mein Video bekommen, wo ich dann schon euch mitgeteilt habe, was man im Januar alles vorziehen kann. Und da waren schon so Sachen dabei wie Paprika, Chili und Auberginen. Also wärmenliebende Pflanzen. Ich habe zwar auch im Video erklärt, warum ich das schon so früh mache, aber dennoch kann man solche Sachen wie, warum muss ich denn mit dem Wettbewerb mitgehen, warum muss ich denn den Leuten alles mitteilen. Von daher mache ich jetzt genau dieses Video hier, damit ich euch einfach mal erkläre, warum man jetzt zum Beispiel so früh mit der Voranzucht beginnt und welche Voraussetzungen denn man auch schaffen sollte, sonst einfach die herkömmlichen Voranzuchtszeitpunkte auswählen, wie sie zum Beispiel hinten auf der Verpackung draufstehen. Der erste Faktor sind einige Gemüsesorten, die man vielleicht anbauen möchte, aber die eine sehr lange Kulturzeit auch haben. Darunter zählen zum Beispiel besonders die sehr scharfen Chilis, meiner Meinung nach Auberginen, wenn man da einen guten Ertrag und Ernte haben möchte, Paprika und dann vielleicht so ein paar Exoten wie zum Beispiel Süßkartoffel, wo man da schon im Januar mit der Stecklingsvermehrung beginnen kann, Ingwer, Kurkuma. Ich habe bereits alle diese Kulturen mindestens einmal bei mir angebaut. Ganz klar, die Paprika, Auberginen und Chilis baue ich jedes Jahr an. Aber nichtsdestotrotz mache ich das auch aus dem Grund, eine gewisse Pufferzone auch zu haben. Es kann ja sein wie den letzten Sommer, dass halt zeitweise sehr kühl ist, auch in den Nächten und sehr stark feucht. Kann dann auch hier zum Wachstum stagnieren führen oder auch das Ausreifen der Früchte. Und dann kann es dann halt sein, dass es dann recht knapp wird, Ende heraus. Das heißt, dass dann vielleicht, wenn ich ganz regulär anfange, im März oder dann im April mit den Aussaat von Paprikas, mit den Auberginen und sowas, dass sie halt dann erst vielleicht Oktober, November nahe an dem Frost die guten Früchte reifen und ich möchte dann auch noch Saatgut für euch auch zum Beispiel mitnehmen und da muss das halt schon rechtzeitig fertig werden, damit die halt vollreif ausreifen können. Da bleiben die Sachen wirklich so lange an der Pflanze, bis die komplett matsch werden und wenn ja dann nicht bis zum Frost ausgereift sind, dass ich dann kurz davor ernte, dann ist ja die ganze Arbeit für uns, sonst muss ich mir wieder neues Saatgut kaufen. Und der andere Aspekt natürlich, ich möchte hier ein bisschen mehr auf Ertrag gehen, weil ich die Sachen ja auch noch zusätzlich verkaufe. Bei solchen Sachen, wie gesagt, Puffer auch schaffen und je früher die halt dann rauskommen, also schon große Pflanzen im Mai, desto einen größeren Ertrag habe ich dann auch über den Sommer hinweg. An sich würde ich die Voranzucht von den Paprika und Auberginen in Februar auch legen. Da ist zum Beispiel meine zweite Marge der Aussaat, die erste im Januar. Der Grund kommt dann auch gleich in dem nächsten größeren Hauptpunkt. Bei den Chilis ja halt nur wirklich bei den ganz scharfen, die ich halt dann wirklich im Januar beginne, wegen der langen Keimdauer zum Beispiel, der langen Kulturzeit. Aber da bin ich jetzt auch langsam zurückgekommen, weil so scharf brauche ich die Sachen wirklich nicht. Also so ein Kaliber wie eine Carolina Reaper oder so Glockenchilis mit 500.000 Scoville bis 1.000.000 Scoville mögen die meisten Leute nicht und dann hocke ich halt mit den ganzen Sachen da. Ich mag es auch nicht scharf und wenn du es auch nicht so richtig scharf magst, brauchst du diese Chilis nicht anbauen, diese milderen Chilis, die gehen auch locker im Februar oder auch im März. Da hast du auch kein Problem damit. Außer du möchtest deinen Freunden, Bekannten, Familie oder Nachbarn etwas auswischen und denen diese scharfen Chilis in die Soße untermischen. Aber das wäre schon ganz schön böse, mach das nicht. Kommen wir jetzt zu meinem Hauptgrund, warum ich Paprika, Chilis und Auberginen schon im Januar vorziehe und auch andere Kulturpflanzen schon sehr verfrüht in der Voranzucht habe. Liegt einfach aus dem Grund, wenn du jetzt auch zum Beispiel beruflich eine Solavi hast, einen Permakulturverein oder auch einfach so hobbymäßig oder nebenbei halt einfach Sachen oder Pflanzen mitverkaufen möchtest. Einerseits habe ich dir erzählt, dadurch hast du eine verfrühte Ernte und für mich ist es jetzt zum Beispiel sehr wichtig, wenn ich ja halt diese verfrühte Ernte habe, dann kann ich die Sachen auch besser an den Leuten verkaufen. Ist halt hier wieder Angebot und Nachfrage. Wenn ich schon Tomaten im Juli habe, werden die meisten halt die regulären Zeiten einhalten, dann werden sie sie in der Regel August haben. Dieses Jahr war es halt, wo wir dann August diese kühlen Wetter haben, haben dann die meisten Braunfäule bekommen oder erst Mitte August ihre ersten Tomaten gehabt und da hatte ich schon bereits 150 Kilo Tomaten ernten können. Und die konnte ich dann auch weiter vertreiben und weiter verkaufen, um halt hier das ganze Projekt zum Beispiel zu finanzieren.
Das kannst du ja natürlich auf alle anderen Kulturen auch züchtigen. Natürlich, wenn du es jetzt so in diesen beruflichen Zwecken halt machst, hast du auch die nötigen Garten-Equipment. Also hast du vielleicht einen Folientunnel oder auch ein Gewächshaus, wo du dann diese längere Kulturzeit auch gewährleisten kannst. Also das heißt, du kannst die Saison früher starten und endet auch bei dir erst später, weil du halt einen gewissen Frostschutz auch hast. Aber das ist auch zum Beispiel jetzt hier bei den Pflanzen, wenn du die vorziehst und die verkaufen möchtest, da ist halt das Problem, die Konkurrenz. Du hast halt einfach riesengroße Gewächshäuser, zum Beispiel aus den Niederlanden, wo halt dann Aldi und Lidl und die ganzen Discounter ihre Pflanzen herbekommen. Und dann solche Sachen und Aktionen kommen wie 6 Pflanzen für 3,50 Euro, wo du dir auch selbst die Frage stellst, welcher Typ verdient denn da überhaupt irgendwas? Der größte Marge geht an den Lidl, Aldi, an den anderen Discounter. Aber das Kleinste bekommt dann irgendwie der Landwirt und dann musst du dir mal vorstellen, bei 6 Pflanzen für 3,50, das sind ein bisschen mehr als 50 Cent. Also da ist wahrscheinlich die Marge nicht so groß. Nichtsdestotrotz werden die halt alle unter künstlichem Licht ziemlich hoch gepusht, auch mit künstlichen Dünger, sind dann schön groß. Und weil du halt diese Verzehrung halt auch hast und die Leute, wenn sie dann zu dir kommen im April oder im Mai und deine Tomatenpflanzen zum Beispiel haben möchten, dann möchten sie jetzt nicht so ganz kleine 10 cm Dinge haben, auch wenn du sagst, ja, die haben hier unter der Sonne großgezogen, kein Kunstlicht verwendet, ist alles schön Natur, Permakultur. Das interessiert die meisten Leute nicht, die möchten halt dann gerne die Pflanze haben, die schon 30, 40 cm groß ist, damit sie die halt schon direkt in den Folientunnel mit reinsetzen können und dann ins Gewächshaus. Und wenn du die halt nicht befriedigst, deine Pflanzen, dann gehen sie halt zum Discounter und kaufen halt dort ein, weil letztlich ist dann auch so, wenn du zu spät dran bist, Mitte Mai ist für die meisten schon viel zu spät, da haben sie schon ihre Pflanzen, da brauchst du nicht anfangen, deine 100 Pflanzen irgendwie anfangen zu verkaufen, da wirst du die meisten einfach nicht los. Der Vorteil von der Gärtnerei oder jemand, der das beruflich macht, ist, die werden sich halt den Platz hier organisieren, damit sie halt ihre Pflanzen erstens bei der Vorzucht dann den nötigen Platz geben können. Auch hier die entsprechenden LED-Lichter auch, weil du musst es halt im Januar, Februar sind ja halt die Lichtverhältnisse nicht optimal. Da reicht nicht mal ein Fenster an der Südseite. Da wirst du höchstwahrscheinlich, wenn du dann große Pflanzen und großen Mengen hast, auch mit LED-Lichter arbeiten. Und wenn du ja jetzt zum Beispiel, wie ich das mache, die Tomaten in Schalen aussehe, die verschiedenen Sorten und dann pickiere, dann wirst du halt immer mehr Pflanzen auch haben. Und wenn du schon so früh anfängst, wirst du wahrscheinlich auch darauf hinauskommen, dass du sie vielleicht nicht nur einmal pickieren musst, sondern vielleicht, wenn du dann nicht ganz genau aufpasst, sie vielleicht mehrmals umtopfen musst, weil die Pflanzen dann so gut wachsen. Und dafür brauchst du halt Platz und die ganzen Utensilien, zum Beispiel Untersetzer, Töpfe, die ganzen LED-Lichter wirst du dann auch noch benötigen. Werde ich auch unten in der Videobeschreibung verlinken, welche ich zum Beispiel bei mir in der Voranzucht nutze. Da wird jetzt ein ganz normales Fensterbrett in der Regel nicht ausreichen. Und es gibt ja genug Facebook-Posts, wo man bei den Leuten dann sieht, okay, sie haben nicht mehr genug Platz, wohin mit den ganzen Pflanzen. Einige stehen dann im Schatten, beginnen dann an zu vergeilen. Das heißt, es steht zu warm, die Pflanzen haben nicht genug Licht und haben sie halt hier diesen langen Geilwuchs und werden halt viel zu schwach. Und dann kannst du dir auch dementsprechend hier die Voranzucht verhauen, weil du dann die Pflanzen einfach den ganzen Vorsprung, den du jetzt hier gemacht hast, der geht dann wieder in Luft auf, weil die Pflanzen sich dann auch wieder erholen müssen, muss dann die Pflanzen wieder tiefer setzen, damit sie halt Seitenwurzeln bilden. Also du hast wieder den ganzen Mehraufwand, also das auch mit berücksichtigen. Wenn du die Platzverhältnisse nicht hast, dass du die Voranzucht zum Beispiel schon im März draußen machen kannst und dann theoretisch gesehen sie vielleicht in eine Garage reinstellen kannst, wo es halt in der Nacht nicht frostet. Das habe ich auch mal jahrelang so gemacht. Leider unterschätzen die Leute auch die Zeit. Man kann die Tomaten, auch Gurken im Januar aussehen. Vor allem beim Gurken wundere ich mich, warum man das eigentlich macht, denn die kann man auch locker im April aussehen, ist sogar viel besser, weil die keinen kalten Boden mögen. Dann kommen erst recht im Wachstumsstopp und hast du halt dann schnellwüchsige Pflanzen, die dann enorm groß werden. Dann hast du schon im April irgendwie, die fängt dann an zu blühen und die ersten Früchte zu geben. Muss jetzt nicht unbedingt sein, weil es ja auch alles wieder, wie gesagt, mit Mehraufwand mit verbunden ist. Und wenn du halt beruflich anders gebunden bist als noch Familie und Freunde, dann kann das halt auch schon recht schnell stressig werden. Nichtsdestotrotz, Januar, Februar, März, April, Mai, wenn du jetzt kein Gewächshaus hast, kein Folientunnel und die ganzen Sachen einfach im Freiland oder auf dem Acker rausstellst, dann hast du 4 bis 5 Monate. Das ist eine lange Zeit, wo du die Pflanzen kümmern und pflegen musst und dann kann allerlei Sachen passieren, weil dann kommen vielleicht mal Läuse, Spinnmilben im Haus, Trauermücken haben auch sehr viele das Problem und die können, das sind alles so Faktoren, die dir Voranzucht ruinieren können oder deine Pflanzen stark beschädigen, die dich dann so weit zurückwerfen, wenn du dann einfach
ganz normal im März oder April vorgezogen hättest, dass die Pflanzen dann sogar noch kräftiger werden, weil du musst ja auch berücksichtigen, solche wärmeliebende Pflanzen wie Paprika, wie Chilis, wie Auberginen oder auch die Gurken oder andere Kürbisgewächse, die mögen einen warmen Boden. Wenn du jetzt in der Gegend wohnst und der Boden sich nicht so richtig aufgewärmt hat, im April zum Beispiel, weil es nicht richtig warm geworden ist, dann kannst du sie auch schlecht ins Gewächshaus rauspflanzen, weil dann bekommen sie auch die ganze Zeit diese Kälteschocks ab. Also du musst halt ein bisschen gucken, wie sind deine Wetterverhältnisse. Wenn du oben an der Eifel bist oder an der Alm oder sowas, dann hast du halt längere, härtere Winter, dann kannst du jetzt nicht zum Beispiel mir das abgucken, wie ich das anbaue, wenn ich hier im Flachland in Oberbayern bin, wo es dann manchmal recht früh auch warm ist und wo mal ich hier bei mir jetzt im Garten mit berücksichtigen muss, dass ich hier eine Erdwärmepumpe habe, die auch die Heizung im Haus nochmal die Wärme der Erde entzieht. Muss ich auch mit berücksichtigen, weil das hat mir dieses Jahr auch wieder ein paar Mal Auberginenpflanzen so einen Bremser reingegeben, weil der Boden sich noch nicht richtig aufgewärmt hat. Also solche Sachen halt immer mit berücksichtigen, wenn du solche Aktionen machst. Klar kannst du immer in den Gruppen gucken, ah ja, der hat schon im Januar mit den Tomaten angefangen, hat schöne große Pflanzen, aber die erzählen dir dann auch nicht, welchen Aufwand die dann alles gemacht haben, welchen Stress, die filmen das dann noch nicht, machen vielleicht eine ehrliche Sache, da wird immer alles schön geredet. Also immer diesen ganzen Aspekt mit berücksichtigen. Jetzt noch zum Abschluss grob, wann ich mit der Voranzucht beginne. Also im Januar Auberginen, Paprika und Chilis, vielleicht so manche Kohlpflanzen, die ich dann in der Vorkultur ins Gewächshaus setzen kann. Dann fange ich dann im Februar mit den Tomaten an, so Mitte Februar mit der ersten Marge Tomaten und im März kommen dann nochmal die zweite, das ist dann nochmal 2 Wochen später, damit ich halt hier Ersatzpflanzen auch habe, weil ich halt hier jetzt einen Folientunnel habe und dann kommen die Tomaten Mitte April rein, natürlich auch immer mit dem Risiko mit Spätfrösten und da tue ich halt ein Vlies zum Beispiel drüberlegen, ist auch wieder zusätzliche Arbeit, die du mit berücksichtigen solltest. Melonen, Kürbisse, Zucchinis und andere Gurken Anfang April. Das reicht vollkommen aus. Dann mache ich halt die Voranzüchte und mache halt hier die ganze Zeit bis in den Mai hinein immer weitere neue Aussaaten. Auch hier wieder für den Pflanzenverkauf oder als Backup. Und manchmal mache ich auch direkt Aussaaten, um zu gucken, okay, dass ich halt hier immer so einen kleinen Puffer auch habe. Gurken habe ich auch bis in den Juni mit vorgezogen, falls halt die erste Marge von ein paar Gurkenpflanzen irgendwie einen Pflegefehler bekommen haben, die sich dann schlecht erholen würden, sofort rausreißen und neu reinsetzen. Dann Salate, mache ich auch meistens schon im Februar die erste Marge an Voranzucht, damit ich die schon im April raussetzen kann. Und dann mache ich halt hier diese versetzte Ernte. Karotten kann man auch im Februar schon anfangen. Also bei vielen Sachen orientiere ich mich halt meistens immer an den Verpackungen hinten drauf und sehe dann da die Sachen eigentlich aus. Das solltest du vielleicht auch machen, vor allem wenn du ein Gartenanfänger bist, steht ja nicht ohne Grund halt die ganzen Sachen hinten auf der Verpackung drauf. Klar kannst du ein bisschen abweichen, so ein paar Wochen, aber ich würde jetzt nicht gar ganze Monate abweichen, jetzt hier, wie gesagt, mit Gurken im Januar beginnen oder Tomaten. Musst du jetzt nicht unbedingt als Anfänger machen, wenn du sowieso nicht die Nerven und die Zeit auch hast. Musst du nicht alles machen und wenn du sowieso keinen Bock auf die ganze Voranzucht hast, dann kauf dir halt einfach die ganzen Pflanzen. Das ist halt das Einfachste. Geh zu einem Gärtner, von dem du weißt, der macht's gut und bestell bei ihm die Pflanzen, kauf bei ihm die Pflanzen. Dann hast du den ganzen Stress auch überhaupt nicht mehr. Von daher sind wir jetzt am Ende des Videos angekommen. Schreib mir gerne unten in die Kommentare, wann du mit der Voranzucht beginnst, ob du es ganz regulär machst, ob du auch so früh wie ich anfängst oder vielleicht noch früher. Würde mich alles sehr gerne interessieren. Auch hier vielleicht, wie du mit der Voranzucht beginnst, welche Utensilien du alles hast, damit wir hier voneinander lernen können. Gerne einen Daumen nach oben geben, damit ich weiß, dass dir diese Videos gefallen und gerne auch den Kanal kostenlos abonnieren, damit du auch zum Beispiel solche Videos wie hier an der Seite nicht verpasst. Das sind spannende Videos, gerne reinschauen.